Moin Leute und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute geht es um das Thema, wie ihr Android 4.4.2 die Firmware, also TouchWiz, auf euer Galaxy S4 bekommt. Das ist jetzt keine AOKP-Basis, also normale Sachen, zum Beispiel die Google Edition, sondern eine TouchWiz-ROM auf der Basis von 4.4.2. Das Ganze ist noch ein Leak, also keine offizielle Firmware, gar nichts, sondern einfach mal sowas wie eine Vorschauversion. So, zuerst haben wir hier natürlich die ZIP, die wir runtergeladen haben. Hier haben wir einmal Odin drin und einmal die Firmware. Die am besten entpacken wir auf den Desktop. Hier auf OK. Nun werden die ganzen Dateien entpackt. Das kann einen kleinen Augenblick dauern. Und dann können wir mit dem eigentlichen Flashen auch gleich anfangen. In der Zeit, wenn das Ganze entpackt, würde ich euch raten, das Handy auszuschalten. Also, das ist natürlich klar. Am besten sicherheitshalber, da wir eine Stockrom flashen, einmal die SD-Karte und einmal die Mikro-SIM rausmachen. Es sollte normalerweise nichts passieren, also das muss man nicht machen, aber man kann ja nie sicher gehen, nicht dass nachher alle Nummern weg sind. Ja, entfernen wir erstmal den Akku, machen die SIM-Karte raus und einmal die SD-Karte. So, ziehen wir beiseite, wo wir sie wieder finden. Machen den Akku rein und lassen das Handy am besten ausgeschalten. So, Akkudeckel schnell noch drauf. Und jetzt werden wir anfangen zu flashen. Nun haben wir das Ganze entpackt. Das können wir jetzt schließen, die ZIP hier. Jetzt haben wir hier einen Ordner. Der ist 2,4 GB groß. Jetzt haben wir einmal Odin. Den öffnen wir. Ganz, ganz wichtig, wenn wir das öffnen, entpackt diese beiden Dateien einmal die INI-Datei und einmal Odin, sonst bekommen wir nachher ein Firmware, also einen kleinen Fehler in Odin und dann können wir nicht flashen. So, nun haben wir jetzt die Firmware hier, 2,5 GB, ist sie groß. Jetzt einmal Odin 3.0.9 öffnen. Es ist ganz wichtig, dass es 3.0.9 ist, sonst werden wir nachher Probleme haben beim Flashen. Ja, warten wir noch einmal, bis Odin da ist. Jetzt haben wir hier einmal Odin für extra das i9505, also die LTE-Variante. Jetzt haben wir hier einmal ein bei Everything Time, müssen wir rausmachen. Ganz, ganz wichtig, dass der raus ist, sonst könnt ihr euer System zerstören. Es ist nicht schlimm, wenn ihr das nicht macht, aber raus, einlassen. Also ich habe es mal ausprobiert, das ist kein Unterschied. Als nächstes gehen wir auf AP, klicken auf und jetzt haben wir hier schon da, aber wir gehen jetzt einmal auf Desktop, da muss man haben, dann haben wir einen Ordner und einmal die Firmware hier. Dann gehen wir auf Öffnen und warten, bis die verarbeitet hat, das kann eine kleine Augenblick dauern, nicht rumklicken, sonst wird sich Odin aufhängen und ihr könnt das Ganze nochmal machen. So, in der Zeit, wenn Odin dann diese Firmware hier lädt, machen wir das Ganze in den Download-Modus. Ja, um in den Download-Modus zu kommen, müssen wir hier einmal Volumen down, Home-Button und Power-Button gedrückt lassen. Jetzt hat es einmal vibriert. Und jetzt gehen wir auf Volume Up für Continue. Gehen auf OK. Jetzt haben wir einmal den Download-Modus. Und jetzt warten wir am besten noch, bis die Firmware erkannt ist. Das Gerät connecten wir später. So, die Firmware wurde erkannt. Das Handy befindet sich jetzt im Download-Modus, aber noch nicht connected. Nun werden wir das Ganze mal anschließen. So, am besten, ihr habt die ADB-Treiber und alles drauf. Ich gehe davon aus, dass ihr die schon drauf habt. So, jetzt ist das Gerät geedit. Wir haben jetzt hier einmal das verbundene System. Jetzt steht hier einmal Edit und einmal COM3. Das ist ganz wichtig, dass dieser Button hier erscheint. Dann ist euer Handy komplett erkannt worden. So, nun gehen wir hier unten auf Start und ja, fangen wir das Ganze auch gleich an zu flashen. Hier gehen wir jetzt hier auf den Boot, Recovery, System und das Handy wird einmal hier ein Ladebalken durchladen. Ja, das kann einen kleinen Augenblick dauern. Wie gesagt, die ROM ist 2,5 GB groß. Das kann, sagen wir mal, 3 bis 4 Minuten dauern, denke ich mal. Aber naja, warten wir mal ab. So, dann sollte das hier auch bald gleich fertig sein. Jetzt wird schon der Hidden Cache, also hier geflasht, das heißt, es sollte gleich fertig sein. Wie gesagt, der Balken ist hier fast durchgelaufen. Ja, jetzt sollte es eigentlich gleich rebooten und dann werden wir gleich mal den Start sehen. Ja, ihr sollt euch keine Sorgen machen für das Modem, was geflasht, also
das Modem auf dem Handy. Das wird komplett neu geflasht auf der 4.4 Basis. Also keine Angst, dass er es nachflashen soll. Das gibt es natürlich nochmal als extra. Aber es sollte drauf sein. So, nun ist es restartet. Jetzt können wir eigentlich Odin schließen. Also ich habe es hier nur minimiert. Jetzt disconnecten wir eigentlich. Es sollte fertig sein. So, nun werden sozusagen Updates geladen. Ich werde jetzt die Kamera mal ein bisschen niedriger halten. So, wie gesagt, es werden jetzt sozusagen Updates gehalten. Das Handy rebootet jetzt und würdet gleich anzeigen, Apps wurde aktualisiert oder so ein Krams. So, nun haben wir es, Galaxy S4. Knox ist sogar weg hier oben, der Balken. Also der Bootloader-Balken. Und warten wir einmal ab, bis das Handy rebootet ist. So, das kann jetzt 3 bis 4 Minuten dauern. Falls es nicht funktioniert, machen wir nochmal ein Hard Reset, aber dazu kommen wir später, wenn es dann doch nicht hochfährt. So, nun sollte es jetzt auch gleich fertig sein. 125 Apps von 133 wurden jetzt schon aktualisiert. Ja, das wird jetzt nur noch wenige Momente dauern, bis das Gerät hochgefahren ist. So, Anwendungen werden geöffnet. Man sieht auch, es wurde schon dunkler. Jetzt werden wir das Gerät gleich einrichten können. Start wird ausgeführt. Und jetzt werden wir bestimmt hier oben schon gleich die Icons sehen. Man sieht schon, ja, die neuen Einstellungen, die neuen Icons wurden hier schon geändert. Man sieht, dass die Statusleiste hier ein bisschen anders ist. Und das ganze Interface auch ein bisschen anders. Es ist, wird jetzt zum Start etwas hakelig sein. Aber naja, so. Gucken wir mal auf unsere Android-Version. Unsere Sachen sind natürlich noch erhalten geblieben. So, Android 4.4.2. KitKat. Hier haben wir das Ganze. Und jetzt können wir damit ein bisschen rumspielen. Ja, gut. Das war es erstmal wieder von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Like, kommentiert, abonniert mein Video, meinen Kanal. Öffnet unsere Seite, HackerRomTeam heißt sie, und gebt da mal ein bisschen oder guckt da mal ein bisschen rum, was ihr für das S4, S3, Note 3, Nexus 4 und was weiß ich, wie viele Geräte wir da noch supporten, findet. Ja, und bis zum nächsten Mal.